Das ist meine Meinung. Man muss wissen, und das kann man hier so deutlich erkennen, es geht weder um den Verbrenner, noch um Klima, noch um sonst irgendwelche Dinge, die man uns erklärt. Es geht ausschließlich darum, dass die politische Kaste dort bleiben will, wo sie ist. Nur darum Angst hat. Und ein Grüner, der jetzt unter Druck setzt, der macht das ja nicht, weil ihm irgendwas am Klima liegt. Das mag er zwar vorschieben, das mag er sogar glauben, aber das ist eben halt nichts, was mit der Wahrheit zu tun hat. Nein, da gibt es eben halt bei den Grünen eine Agenda, und wenn die davon jetzt abweichen würden, dann wäre ihre Position an der Krippe gefährdet. Das Interessanteste ist an dieser ganzen demokratischen Politik, die wir haben, diese parlamentarische Demokratie, dass das Volk keine Rolle spielt, nur ihre eigene Position. Das klingt zwar abgedroschen, aber diese ganzen vermeintlichen Sachfragen sind keine Sachfragen, sondern nur Überschriften zum Taktieren der eigenen Einnahmen. Ganz genau. Und das empfiehlt Grenell den Deutschen. Er sagt, Regierungen, die sich um ihre Bevölkerung kümmern, sind die erfolgreichen. Deutschland muss Germany first anstellen. Das ist zum Beispiel aus meiner Sicht eben auch eine sehr wichtige Aussage. Und diese Aussage, Deutschland zuerst, und das von diesen so nahen Menschen des zukünftigen US-Präsidenten, ist eine klare Ansage, dass zum Beispiel die einzige deutsche Opposition, die AfD, mit dem Slogan Deutschland zuerst auch an den Markt gegangen ist. Und das heißt ja nicht, die anderen nicht, sondern einfach nur die eigenen Bürger zuerst. Es wird immer reininterpretiert, dass es eine Verachtung der anderen wäre. Das ist es eben nicht. Naja, man wundert sich darüber, dass die CDU jetzt sagt, nach dem Motto, aufgrund der Fehler, das weiß man von Anfang an. Und niemand ist auf die Barrikaden gegangen. Niemand. Das ist das Problem. Und wenn sie sich jetzt alle echauffieren und sagen, ja, das ist ja ganz schlimm und wir von der CDU, wir wollen jetzt... Nein, das sind dieselben Figuren in demselben Spiel, was dahinter steht. Das ist das, was verstanden werden muss. Man kann per Politik nicht anordnen, eine bestimmte Erfindung in ein bestimmtes Level zu bekommen, ohne dass man erst wartet, bis die Erfindung erreicht ist und sie dann nutzt. Man kann doch keine Erfindung oder technische Entwicklungen diktieren. Das geht nicht, denn da gibt es die Physik, die steht da manchmal im Wege. Man hat ja geschafft mit den E-Autos, was man wollte. Man enteignet die Menschen. Man hat die Menschen verblödet. Das ist ja ein Intelligenztest. Sowas wie Fast Food ist auch diese Elektroautos ein Intelligenztest. Wenn ich weiß, dass diese Elektroautos nicht ansatzweise das versprechen, was man verspricht, dann kaufe ich mir so ein Ding nicht. Man hat aber eine Riesenpropaganda in Gang gesetzt, hat quasi so einen Testlauf gemacht. Das erinnert mich so ein bisschen an die Wärmepumpen von Herrn Habeck, der gesagt hat, ach, das war mal so ein Test. Jetzt haben ganz viele diese Wärmepumpen gekauft, haben unglaublich viel Geld investiert. Man ist unzufrieden. Die ganze Geschichte funktioniert nicht so, wie man gedacht hatte. Dann wird es wieder zurückgenommen. Jetzt kommen die E-Autos. Wir wissen zum Beispiel, dass die Leute, die ein E-Auto gekauft haben, jetzt gigantische Schwierigkeiten haben, sich ein neues Auto zu kaufen, weil sie ihr E-Auto gar nicht mehr in Zahlung geben können. Weil die meisten Händler, über 70% aller Händler, lehnen es ab, überhaupt irgendein E-Auto wieder in Zahlung zu nehmen, egal zu welchem Kurs, weil sie keiner mehr haben will. Sondermüll, der dort mittlerweile steht. Das ist der Wahnsinn. Aber diese Verluste, die diese Menschen gemacht haben, sind ja Enteignungen. Und diese Enteignungen bedeutet, dass dieses Geld weg ist und letztendlich der Allgemeinbevölkerung nicht mehr zur Verfügung steht, weil sie das Geld verloren hat. Und wenn wir die gesamten Werte sehen auf der Welt, dann ist der Anteil der reichen wenigen größer dadurch geworden als der Masse, die dadurch immer mehr Geld enteignet bekommt. Und genauso ist es eben halt in anderen Sachen, dass man versucht, durch neue Technisierung oder durch irgendwelche Subventionen, ob das auch Windkraftanlagen sind oder Solaranlagen, die eben nicht das halten, was man uns verspricht, dass das auch Geldversenkung bedeutet. Und viele Privatbürger sind in Investmentfonds investiert, die Windkraftanlagen investieren und so weiter. Und dieses Geld wird eben zu großen Teilen auch wieder verloren werden. Das sind Enteignungsprozesse. Wir haben ja auch schon gesagt, dass die Kabarettisten zum Beispiel des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die meisten zumindest, wie diesen Florian Schröder und so weiter, dass man die nicht mehr Kabarettisten nennt oder Böhmermann, sondern Regierungsclowns.
ehrlich gesagt, ich finde das eigentlich ganz interessant, der Begriff Clown, da habe ich irgendwie immer das Gesicht von dem Bundeskanzler vor Augen. Aber ich will damit einfach nur sagen, dass diese Regierungsclowns natürlich genau das machen, was die Regierung vorgibt. Und diese Lobbyisten, die das Ganze steuern, nämlich die Politik, die in Verbindung unmittelbar mit den Globalisten zusammenarbeiten, da auch eine Art Lobbyist von zu machen, finde ich eigentlich wirklich großartig. Das ist meine persönliche Mutmaßung. Das ist ja nur ein Stellvertreterkrieg, dann Geschichte sein sollte, wird man weiter die Kriegstrommel trommeln, weil man sagt, jetzt will Russland als nächstes ganz Europa angreifen. Und so ist es ja nicht einmal bei der Ukraine gewesen. Aber wir bewegen uns ja komplett in falschen Informationen. Wenn man die historischen Zusammenhänge sauber analysiert und dann sieht, wie die Politik letztendlich ihre Politik abzielt, dann sehen wir, das sind zwei völlig getrennte Vorgänge. Die Rüstungsindustrie und deren, die sie sich zurzeit hält, so wie damals die Pharmaindustrie sich die gehalten hat. Das ist das eigentliche Problem. Die haben ganz andere Ziele als Frieden. Die haben auch ganz andere Ziele als Diplomatie oder auch das Interesse der Menschen. Das ist eine Heuchelei, ihnen zu sagen, wir bringen euch die Sicherheit. Also manchmal wünsche ich mir, dass der Trump dann sagt, okay, und das ist kein Heilsbringer. Wir dürfen Trump nicht überstilisieren, das ist auch ganz wichtig. Aber wenn er sagen würde, wir stehen nicht mehr zur Verfügung in Europa, die sollen ihre Sachen selber regeln, was die Verteidigungs- oder Sicherheitsarchitektur anbelangt, dann kann man nur hoffen, dass dann ein paar Vernünftige wie Orban an die Macht kommen oder da sind und dann sagen, okay, dann lass uns mal überlegen, wie wir gar keinen Krieg machen, sondern wie wir jetzt in eine Friedensverhandlung und dann in eine prosperierende gemeinsame Zukunft kommen und dieses Intermarium-Konzept endlich Geschichte ist. Ich habe dich gerade stöhnen gehört. Ja, das ist so offensichtlich. Es liegt so ganz klar vor uns. Sie bringt jetzt im Namen der Rüstungsindustrie und ihrer entsprechenden Kollegen, möchte ich mal sagen, Mittäter kann man fast sagen, dazu, dass man sie bringen will, das Volk noch weiter oder die Völker in Europa noch weiter auszupressen, damit das Geld der Rüstungsindustrie übertragen wird. Interessant finde ich, dass diese selben Leute in der EU vor kurzem gesagt hat, das Allerwichtigste ist der Klimaschutz, weil 2050 spätestens steht der Kölner Dom bis zur Hälfte im Wasser und Hamburg steht unter wahrscheinlich Wasser. So sind doch die Argumente immer gewesen. Das heißt, die Erde ist doch sowieso bald zu Ende nach dieser Klimawarntheorie. Wenn die Erde aber sowieso bald zu Ende ist, was gilt es denn da noch zu verteidigen? Da kann man doch jetzt sagen nach dem Motto, alles jetzt nur noch in Richtung Klima und wenn uns die Russen übernehmen oder sonst was, das ist jetzt wichtiger, damit die Menschheit überhaupt nur eine Überlebenschance hat. Das ist die Absurdität. Und in Anbetracht der Tatsache, dass man jetzt sagt, nein, es geht nur noch um Rüstung, merken wir, weder die Klimageschichte ist echt, noch die Kriegsgründe sind echt. Ganz kurz noch zu dem Begriff Fonds für Verteidigungsindustrie. Was haben wir uns denn darunter vorzustellen? Naja, man macht eben halt einen großen Topf und sagt, da muss jetzt jeder was reinzahlen. Ein Fonds ist ja quasi ein großer Topf, das kennen wir von Fondue, bloß da ist eben halt kein Fleisch oder Käse drin, sondern das ist einfach nur mit Geld zu füllen. Und dafür werden jetzt die Staaten abgewrungen durch irgendwelche Maßnahmen, dass auf den Nationalstaatenebenen Sondersteuern wieder erhoben werden müssen oder wie nennt sich das, Sondervermögen, um damit dann den Kriegspott zu regeln. Wenn beispielsweise jemand wie die deutsche Außenministerin irgendwie in irgendwelchen Reden da in diplomatische Beziehungen reintrampelt, ohne Sinn und Verstand, dann darf man nicht vergessen, dass sie damit, auch wenn man sie nicht für voll nimmt, trotzdem etwas auslösen kann. Und man weiß ja nicht, welche Trottel da teilweise irgendwo mal an einem Knopf sitzen können. Man muss sich da ja auch Gedanken machen. Andreas, mit anderen Worten, wenn Trump Präsident wird, dann wird der Ukraine-Krieg eine europäische, eine deutsche Angelegenheit sein. Das könnte sein, es sei denn, man versucht sich einer anderen Situation zu besinnen und in die Verhandlungen gehen. Naja, man darf nicht vergessen, auch Donald Trump ist nur ein Mensch. Und egal welche Funktion und welche Planung er hat und wie er genau gestrickt ist, es gibt mir da zu viele, die mir alle erklären, ja, das ist einer vom System und der nächste sagt, ja, der hat was ganz Übles und die gehören alle zusammen. Das ist Stammtisch. Und Stammtisch ist nicht unser Level. Wir müssen genau beobachten, was sie tun. Manchmal müssen sie sogar etwas tun,
um nach außen für die Gegner systemkonform zu wirken, was sie eigentlich gar nicht wollen. Auch das sind noch Berücksichtigungen, die da laufen. Wir müssen das Gesamtbild sehen. Das beste Schlusswort, was wir je erlebt haben. Ihr Lieben, wir sind heute leider unter Druck, müssen Schluss machen aus ganz bestimmten Gründen. Wir danken euch fürs Zuhören. Es war eine spannende Sendung, fand ich mal wieder. Es wird immer spannender. Wie ein Krimi ist diese Welt.